Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristie-Experimente. Heute gibt es ein kleines Update zu diesem Experiment, wo ich versucht habe, das CO2 zu regeln bzw. eine Art Nachtabschaltung zu basteln. Und das ist wirklich interessant, was dabei rausgekommen ist. Viel Spaß dabei. Und auch mal wieder ein Beleg dafür, dass es sich immer lohnt zu abonnieren. Und auch mal den zweiten Teil von so einem Experiment anzugucken. Weil oft sehe ich, dass dann der erste Teil relativ viel angeguckt wird und der zweite nicht. Und dann sieht man halt leider nicht, wie es ausgeht. Und es ist manchmal eben nicht, wie man das erwartet und wie es manche auch in die Kommentare reinschreiben. Also lohnt sich immer ein Abo und auch immer einen Blick in die Playlist rein, damit man eben weiß, wie es tatsächlich ausgegangen ist. Also jetzt nochmal viel Spaß dabei. Mit diesem Konstrukt hatte ich ja das letzte Mal geendet. Und die Idee war ja dabei, eben das CO2 hier umzulenken, damit praktisch man über Nacht die Geräuschbelästigung, die so ein bisschen durch diese feinen Bläschen entsteht, abschalten kann. Und dabei war eben die Idee, dass einfach das CO2 hier umgelenkt wird, somit weniger Kontakt mit dem Wasser hat oder eben gar keinen, fast gar keinen mehr, und dann eben auch kein CO2 mehr im Wasser landet über Nacht. Gleichzeitig sollte das CO2, das sich ja links vom T-Stück staut, das Wasser, was von der Pumpe zurückgepumpt wird, daran hindern, in die CO2-Anlage reinzufließen. Das funktioniert so ähnlich wie bei einer Luftpumpe, wo man vorne einfach den Daumen auf die Öffnung drückt. Nun ist das Ganze ja natürlich ein manuelles System, bei dem man eben nachts dran denken muss, diesen Hebel umzudrehen. Und tagsüber halt wieder zurück. So, und jetzt kommt das Interessante, das habe ich natürlich glorreich vergessen, also den Hebel zurückzudrehen. Bin dann sozusagen mal hoch gesprungen, wo es mir eingefallen ist, und habe gedacht, jetzt guckst du mal, ich muss den Hebel umdrehen. Und schau auf meinen CO2-Dauertest und muss sagen, der war genauso grün wie vorher. Jo, und da habe ich mich natürlich gefragt, wie das eigentlich sein kann. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass das ja immer so ein Diskussionsstoff ist, jetzt wie lange das und wie fein das verwirbelt sein muss und man da unter Umständen auch ganz schön Geld für lassen kann, für irgendwie Diffusoren und was es da nicht alles gibt. Und jetzt klemme ich da ein Stückchen Schlauch an ein T-Stück und die CO2 Auslastung ist genauso wie vorher mit dem feinen Verwirbelum im Injektor. Also habe ich jetzt statt einer Nachtabschaltung eine andere Methode gebastelt, wie man CO2 sehr leise und optisch wenig sichtbar ins Aquarium reinbringt. Auch nicht so schlecht, aber habe halt wieder mal keine Nachtabschaltung. Ich denke, man müsste einfach mit Rückschlagventilen solche Sachen arbeiten. Dann würde das sicherlich funktionieren. Und bei einem Flipper-System oder diesem Blasenzählsystem, dann würde das auch funktionieren. Ich drehe jetzt einfach dieses Einlaufteil rum und sorge für mehr Oberflächenbewegung oder eben weniger. Und damit kann man das CO2 auch regeln. Auch das Entfernen dieser sogenannten Kammhaut hier jetzt mit einem einfachen Küchentuch hilft natürlich beim Austausch der Gase an der Oberfläche, so dass eben CO2 leichter wieder entweicht. Wenn man halt mehr CO2 haben will, muss man es drauf lassen, sieht halt nicht so schön aus. Natürlich interessieren mich auch wieder eure Meinung und Ideen dazu, warum das funktioniert. Mir ist durchaus bewusst, dass man das natürlich mit einer Druckgasanlage alles viel einfacher und komfortabler lösen kann. Nur mir ging es bei der ganzen Geschichte einfach auch um erstmal einen Einstieg zu finden in das ganze Thema CO2. Und dafür denke ich, ist das mit dem Bio-CO2 aufgrund der deutlich geringeren Kosten, denke ich, schon ein legitimes Mittel. Und ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Wie gesagt, Kommentare unten reinposten. Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was ich sonst noch so für Experimente mache,
dann gerne abonnieren. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.